Die Medizin erlebt aktuell den größten Wandel aller Zeiten. Das sagt der ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende der Universitätsklinik Essen, Professor Dr. Jochen Werner, den ich heute hier im Business Doc Podcast ganz herzlich begrüßen möchte. Und jetzt zunächst aber ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Zuschauer hier bei uns zu einer weiteren Ausgabe des Business Doc Podcast Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und behandeln Themen, die über den klassischen Bereich der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Doc erfahren Sie auf der Homepage businessdoc.online oder Sie schreiben einfach eine E-Mail an info@businessdoc.online. Ja, mein heutiger Gast ist mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, dass er sich die Zeit genommen hat, heute hier für uns im Business Doc Podcast zur Verfügung zu stehen. Ich weiß, seine Meinung ist sehr, sehr gefragt. Er ist auf vielen, vielen Sitzungen, auf vielen, vielen Veranstaltungen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, Herrn Professor Dr. Jochen Werner hier begrüßen zu dürfen. Hallo erstmal nach Essen. Hallo Neumann, ich freue mich für die Möglichkeit, was sagen zu dürfen hier. Danke. Bevor wir jetzt in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, gibt es immer eine offizielle Vorstellung, damit alle Zuhörer und Zuschauer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Professor Dr. Werner, Jochen Werner studierte Humanmedizin in Kiel und nahm seine ärztliche Tätigkeit an der Kieler Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie auf, wo er 1993 für das Fach HNO-Heilkunde auch habilitierte. Seine medizinische Laufbahn führten Professor Werner 1998 auf den Lehrstuhl für HNO der Philipps-Universität Marburg. Und während seiner Zeit als ärztlicher Direktor der Marburger Universitätsklinik war Professor Werner zudem Studiendekan für den Bereich der Humanmedizin. 2011 wurde Professor Werner zunächst als ärztlicher Direktor des Marburger Universitätsklinikums ernannt und anschließend folgte seine Bestellung zum hauptamtlichen ärztlichen Geschäftsführer der Universitätsklinikum Gießen-Marburg GmbH. Zunächst wurde ihm die Position als Sprecher des Medical Boards, ich denke, das ist so eine Art Vorstandssprecher des SDAX dotierten Klinikumbetreibers Rhön Klinikum AG übertragen und dann 2015 übernahm Jochen Werner das ihm unterbreitete Angebot, an der Universitätsmedizin in Essen als ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender zu arbeiten. Seitdem hat sich Professor Werner auf den Weg gemacht, die Essener Universitätsmedizin mit ihren über 8.300 Beschäftigten in ein Smart Hospital zu überführen. Darüber werden wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen. Und zunächst darf ich ihm nochmal gratulieren, denn ich weiß, dass er vor einigen Tagen oder ihm oder beziehungsweise dem Klinikum der Health Medical Award 2018 verliehen worden ist. Ich glaube, eine der renommiertesten Preise in der Gesundheitskommunikation. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Weiterhin sind Sie sehr, sehr aktiv im Social-Media-Bereich unterwegs. Sie haben einen eigenen Blog unter dem Label Medical Influencer. Und mit einem Slogan, den wir einsteigen möchten, die Medizin erlebt aktuell den größten medizinischen oder Wandel aller Zeiten. Na, herzlich willkommen nochmal im Business Doc Podcast und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bevor wir jetzt einsteigen in die Frage- und Antwortrunde, bitte ich Sie nochmal mit eigenen Worten zu beschreiben, wer ist Jochen Werner privat und beruflich? Was machen Sie? Ja, Jochen Werner ist privat erstmal ja geboren in Flensburg, also Grenzstadt zu Dänemark, Mutter Dänin, Vater Hamburger, also schon norddeutsch ausgerichtet. Dann in Kiel studiert, genau wie Sie es gesagt haben. Von den Hobbys her, mich hat eigentlich immer der Fußballsport begeistert. Habe es dann irgendwann nicht so weit gebracht. Das kann man dann auf eine Knieverletzung zurückführen. Aber letztlich wäre es wahrscheinlich auch ohne die niemals richtig in die Spitze gegangen. Und das andere Hobby war immer das Fischen, also Angeln zu gehen, Fliegenfischen etc. Das hat mich begeistert. Das hat mich auch so durch die Schulzeit begleitet. Dann studiert, kam dann nach Marburg, genau wie Sie es vorgestellt haben. Bin verheiratet, 3 Kinder, also insgesamt viel los, jeden Tag, so wie es dann ist. Und bin wirklich froh, auch mit der Familie jetzt im Ruhrgebiet angekommen zu sein. Wir fühlen uns hier sehr wohl, viele Aufgaben. Aus unserer Sicht als Familie tolle Menschen im Ruhrgebiet, direkt, geradlinig sagen, was sie denken. Da kann ich auch viel besser mit umgehen, als jetzt hintenrum immer alles zu erfahren. Also von der Seite her, schöne Aufgabe. Und jetzt an der Essener Uniklinik oder wie wir es
heute bezeichnen als Universitätsmedizin Essen, weil es nicht nur die Uniklinik, sondern auch eine Reihe von Tochterunternehmen ist. Ja, viel zu tun, aber kann ein bisschen gestalten. Und was Sie eben angesprochen haben, mit dem größten Wandel aller Zeiten, den die Medizin jetzt erlebt, es ist die spannendste Zeit, glaube ich, die Medizin erlebt. Auf jeden Fall die schnellste. Und was mich so begeistert ist, dass man ein kleines bisschen mitgestalten kann. Es gab viele Generationen vor uns, die konnten irgendwie gar nicht wirklich mitgestalten, weil die Entwicklung oft woanders stattfand. Und heute liegt es, glaube ich, an uns allen, auch ein bisschen mitzugestalten. Und dafür bin ich froh. Das hört sich sehr, sehr schön an. Ich habe noch eine Frage zum privaten Umfeld nochmal. War das immer, oder beziehungsweise zu Ihrer beruflichen Laufbahn, war das immer so geradlinig für Sie? Weil wenn man den Text liest und das hört, was Sie sagen, dann hört sich das so an, als wenn Sie immer schon in die Medizin wollten und auch diesen Weg beschreiben wollten. War das so? Also geradlinig kann man nicht sagen. Es gab deutliche Höhen und auch Tiefen. Dann kann man hinterher natürlich immer feststellen, dass es gut ist, diese Tiefen durchlebt zu haben. Die waren nicht immer so prickelnd. Also Medizin wollte ich sehr früh machen, also als Fach. Das hat mich sehr früh schon als Kind, ich war immer so ein bisschen kränkliches Kind, und bin dann immer von dem einen Arzt zum anderen irgendwie gegangen. Dadurch habe ich die Medizin so ein bisschen kennengelernt, hat mich auch schon fasziniert. Und hatte aber noch nicht so wirklich begriffen, wie es umzusetzen ist. Deswegen insgesamt bin ich denke auch, das kann man immer auch als Beispiel nennen. Ich bin dreimal sitzen geblieben, mit vielen Gründen, die es dafür immer sicherlich gibt. Aber was auch anderen Mut machen kann, weil ich glaube, dass jedes einzelne Schicksal eines Sitzenbleibens oft gute Gründe hat und die werden dann manchmal in den Hintergrund gestellt, weil vielleicht auch die Eltern unzufrieden sind. Aber ich sage immer, nicht so schnell die Hoffnung aufgeben. Manche entwickeln sich ein bisschen später und ich glaube, da kann ich auch als Beispiel für herangezogen werden. Ich wollte dann immer an eine Uniklinik gehen. Ich wollte Universitätsmedizin betreiben. Ich wollte aber auch Forschung betreiben und Lehre betreiben. Und das konnte ich da eigentlich nur finden. Und das war so der rote Faden mit allen möglichen Abweichungen, die man dann durchlebt. Aber Ziel war immer Uniklinik. Sehr schön. Jetzt haben Sie das im Grunde so im Nebensatz gesagt, dreimal sitzen geblieben. Das ist in dem Moment wahrscheinlich nicht so einfach wegzustecken, auch für einen jungen Menschen nicht, weil es in der Schulzeit gewesen ist. Es gibt immer unterschiedliche Motivationen, warum man sich selbst wieder aus so einer, ich nenne es jetzt mal, tieferen Phase wieder rausholt. Ich weiß aber auch, ich habe gehört oder ich habe mich im Vorfeld auch ein bisschen mit Ihnen beschäftigen dürfen. Sie haben dann in der Oberstufe sogar ein Lateinbuch geschrieben, das dann auch für die, ich glaube, Übersetzung von Cäsar herangezogen worden ist. Sie haben das Abitur danach, glaube ich, als einer der zweitbesten in der ganzen Schule oder des Jahrgangs absolviert. Also man sieht ja, da ist die Motivation in Ihnen da gewesen. Hat das dann dazu geführt, dass da irgendwann Umbruch war und Sie gesagt haben, jetzt will ich es wissen, jetzt möchte ich auch ein bisschen mehr vom Leben als einfach nur Abitur machen und dann mal gucken? Ich glaube, das ist wirklich ein komplexes Thema. Also das Erste muss ich sagen, wenn man sitzen bleibt einmal, das ist schon ein gewisser Einschnitt. Wenn man dreimal sitzen bleibt, das ist wirklich schwierig. Also mich hat das extrem mitgenommen, gerade das dritte Mal sitzen zu bleiben. Das war nicht mehr so einfach wegzustecken. Und ohne ein intaktes Elternhaus wäre das nie weitergegangen. Ich war ja schon nach dem dritten Mal sitzen bleiben quasi der Schule verwiesen. In dem Jahr hatte ich einen relativ schweren Unfall, war 2 Monate auch nicht in der Schule und dann ist es noch einmal gelungen, dass ich quasi eine Bewährungschance nochmal bekam. Okay. Nach diesem dritten Mal sitzen bleiben. Die ging dann leider auch nicht so gut los. Aber dann musste ich operiert werden, kam von einem Krankenhausaufenthalt zurück und während dieses Aufenthaltes, da ist schon bei mir auch was im Kopf passiert, wo ich gesagt habe, nein, ich will jetzt diesen Weg gehen. Da kamen viele andere Umstände noch dazu. Aber für mich hat es eigentlich so die Toleranz erweitert, dass man nicht so schnell über Leute urteilt. Also ich habe beste Schüler erlebt, die sensationell waren und die es aber beruflich irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nicht so weit gebracht haben, wenn man das so urteilen kann, ohne jetzt die Hintergründe zu kennen.
Und ich kenne auch andere, die gar kein Abitur gemacht haben. Ich weiß vielleicht gar nicht, ob sie mittlere Reife hatten, aber die sensationell erfolgreich waren. Und deswegen, man muss, auch wenn es sich banal anhört, aber zum Schluss sagen, es hängt doch maßgeblich immer auch mit dem Menschen zusammen und mit dessen Einstellung. Jetzt haben Sie ja wieder gerade etwas gesagt, was ich so einfach mal aufgreifen möchte. Sie hatten ein tolles Umfeld, eine tolle Familie, die Sie da unterstützt hat. Ist das auch was, was Sie heute brauchen und erleben, dass eine intakte, eine gute Familie, eine gute Partnerschaft dazu beiträgt, in beide Richtungen zu wachsen, also sowohl familiär als auch beruflich? Ja, man sagt dann ja immer, und das soll jetzt nicht geschlechtsspezifisch sein, aber so der Spruch ist dann immer, dass man sagt, ja gut, hinter einem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau oder eine erfolgreiche Frau, wie man das dann auch umdreht. Aber ich muss einfach dazu sagen, da ist ganz viel dran. Also wie jeder so im Leben durchlebt man ja verschiedene Phasen. Ich weiß nur eins, wenn man zu Hause viel Stress hat und Auseinandersetzungen, Konflikte und alles Mögliche, dann ist es schon ganz, ganz schwierig, im Beruf wirklich erfolgreich zu sein, die beruflichen Ideen umzusetzen. Man ist nicht frei im Kopf. Wenn man eine intakte Familie hat, wo man sagt, das funktioniert und man ist nicht jetzt permanent in irgendwelchen Konflikten, die gibt es immer mal natürlich, aber die beherrschen nicht den Alltag, dann ist das eine ganz große Gabe quasi, wo man sagen kann, die Basis ist da und jetzt kann man sich beruflich entfalten. Ja. Also deswegen ist das schon wichtig. Ja. Wir sprechen ja hier insbesondere auch das Thema unternehmerisches Denken an. Ich habe ja in dem Claim, der Arzt zum Unternehmer oder ich möchte den Arzt zum Unternehmer machen oder noch mehr auch das Denken, dieses unternehmerische Denken mit anzustreben. Deshalb frage ich da so nach. Ich glaube, das ist ja, jetzt sind Sie in Anführungsstrichen zwar nicht selbstständig in dem Sinne, dass Sie eigenständig jetzt ein Klinikum betreiben, dass Sie selbst eine Praxis führen, aber es ist ja doch eine mehr als eine Führungsperson. Sie sind ja jemand, der sehr in der Öffentlichkeit steht, der selbstständig alles regelt, der als Unternehmer eigentlich auch gesehen wird und der wahrscheinlich auch ein Unternehmen führen könnte, wie Sie es ja führen. Sie führen ja das Unternehmen mit, was habe ich gerade gelesen, 3.800, 3.500 Menschen. Deshalb ist das so wichtig, glaube ich, dieses Learning daraus, auch für jemanden, der vielleicht auch im ambulanten Bereich sagt, ich möchte mich in einer Praxis selbstständig machen, zu wissen, da ist eine funktionierende Familie bzw. ein Partner, der einem den Rücken stärkt. Denn wir wissen alles, es gibt nicht immer nur rosige Zeiten. Es ist ja auch schön, wenn man zu Hause in Anführungsstrichen seinen Unternehmensberater hat, mit dem man einfach mal über die täglichen Dinge sprechen kann. Also ich glaube, Sie haben es wirklich genau auf den Punkt gebracht. Also dieses Zuhause, ich sag mal, in einem guten Umgang zu leben, das ist extrem inspirierend auch. Weil wenn man gemeinsam Themen bespricht, irgendwo muss man es ja besprechen. Man kann nicht alles auf der Arbeitsstelle besprechen. Man kann natürlich sagen, man hat irgendwie einen Freund oder so, mit dem man das auch diskutieren kann, aber es ist nicht dieses Tägliche oder meist ist es nicht so. Und das eröffnet auch Perspektiven. Man muss ja auch manchmal träumen können. Man muss sagen, wo man hin möchte. Und irgendwie, wenn man so ein bisschen unruhig ist und sich weiterentwickeln will, dann ist das, also für mich ist das die Basis. Das ist so. Okay. Was jetzt Unternehmer sein und Nicht-Unternehmer sein betrifft, was Sie angesprochen haben, natürlich. Ich verantworte jetzt nicht mein eigenes Kapital. Ich bin Angestellter und ich versuche, diese Universitätsmedizin in Essen, so gut es geht, nach vorne zu entwickeln, dazu beizutragen. Alleine kann man es sowieso nicht. Das sind 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Gesamtunternehmen. Und natürlich, die kann man kaum kennen können, aber man kann schon, ich glaube, so ein paar Richtungen mit vorgeben. Und eine solche Richtung war eben, als ich vor 3 Jahren nach Essen kam, dieser Weg zu sagen, wir wollen die Digitalisierung aufgreifen und wir wollen das Essener Klinikum eben in ein Smart Hospital überführen. Das ist so der Punkt und darum rankt sich dann ganz viel, alles mit vielen kleinen Schritten, aber das ist so der Punkt, wo man dann sagen kann, man hat natürlich, trotzdem es nicht das eigene Unternehmen ist, ganz viel Verantwortung, der man sich bewusst sein muss.
Bevor wir jetzt tatsächlich mal auf diese Fragestellung Smart Klinikum bzw. Smart Hospital zu sprechen kommen, ganz am Ende des Interviews würde ich dann gerne doch nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was Sie und Ihre Frauen geht. Das machen wir aber zum Schluss. Sie haben es jetzt angesprochen. Sie haben vor 3 Jahren das Klinikum übernommen bzw. sind als in führender Position dorthin gekommen. Sie haben ja ein Universitätsklinikum vorgefunden. Wie haben Sie den Weg bestritten? Wie haben Sie gesagt, ich mache aus dem oder wir machen gemeinsam oder wir versuchen gemeinsam in Richtung Smart Hospital zu gehen? Und beschreiben Sie doch vielleicht mal mit 3 Stichworten, worum geht es dabei? Gut, also ich kam ja aus einem anderen Universitätsklinikum, Gießen und Marburg. Ich sage mal, zentraler Standort war dort Marburg. Das sind ja 2 fusionierte Uniklinika. Und kam dann hierher. Natürlich, man hat sich zuerst belesen, dann fängt man an und muss sich erstmal orientieren. Die Richtung war relativ schnell klar. Hier ist eine sehr aktive Radiologie um den Professor Forsting. Da lernte ich das Thema künstliche Intelligenz und zwar in der Anwendung kennen. Das hatte mich gleich fasziniert. Ich hatte auch bestimmte Möglichkeiten mit und um zu strukturieren, auch in Führungspositionen, sodass man diesen Weg gut einschlagen konnte. Smart Hospital, was verstehen wir darunter? Das ist auch was, was sich entwickelt hat in den 3 Jahren. Wenn man mir die Frage vor 3 Jahren gestellt hätte, hätte ich sie nicht so detailliert beantworten können. Wenn man sie mir in 2 Jahren stellt, wird sie wahrscheinlich auch wieder anders beantwortet. Mhm. Aber inzwischen formiert es sich für mich, wie das aussieht. Smart Hospital ist in meinen Augen eine intelligent arbeitende Steuerungseinheit, die sich nicht an den Mauern eines Krankenhauses quasi orientiert und begrenzt, sondern an der Krankengeschichte der Patienten. Das Besondere beim Smart Hospital ist, dass der Mensch viel mehr in den Fokus gestellt wird und werden muss, als es heute der Fall ist. Denn der Mensch bedeutet dann nicht nur Patient und die Angehörigen des Patienten oder der Patienten, sondern auch die Mitarbeiterschaft. Und so sage ich mal, Fokus auf den Menschen, dann entlang des Patienten orientierend die Krankengeschichte sektorübergreifend, so nennt man das dann, mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten gemeinsam kranke Patienten zu behandeln. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was versteht man eigentlich immer unter Krankenhaus? Das wissen wir alle, Krankenhaus zeichnet sich typischerweise aus, auch mit Krankenhausbetten. Aber natürlich gibt es auch viele kranke Menschen, die in ihren eigenen Betten zu Hause liegen. Und ich glaube, dass die Technologie überschreitend zum Einsatz kommen wird, mit bestimmter Sensorik, mit Monitoring, mhm, wo man von einer Steuerungszentrale, das ist das, was ich einleitend sagte, dann die Patienten auch zu Hause monitoren kann, um dann Krankenhausaufenthalte quasi einzuleiten oder die Patienten auch aus dem Krankenhaus fernzuhalten. Mhm. Und das alles geht natürlich niemals nur als Krankenhausinstitution, sondern in ganz enger Verbindung mit den niedergelassenen Ärzten und Ärzten. Also so glaube ich, wird es sich mehr und mehr dann auch natürlich unterstützt mit vielen digitalen Technologien als funktionierendes Zukunftsprojekt erweisen. Das bedeutet also für Sie natürlich eine gesicherte Patientenversorgung flächendeckend. Also hört sich das ja an zu sagen, also gerade wenn Sie sagen, wir setzen das auch im ambulanten Bereich ein oder auch bei den Patienten zu Hause. Wie lange glauben Sie, dass dieser Prozess dauern wird? Weil, also ich bin da sehr, sehr für. Also einer der großen Aufgaben, die wir uns ja gesetzt haben in dem Bereich für die niedergelassenen Ärzte, ist ja, dass wir auch da das Thema Unterversorgung uns annehmen und tatsächlich sagen, jeder mehr niedergelassene Arzt ist ein Stück weiter oder ein hilft weiter, die Unterversorgung gerade in ländlichen Gebieten zu verhindern. Und ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, spricht ja absolut auch in diese Richtung oder auch dafür, dass man sagt, muss einen Schulterschluss geben, genau zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, viel enger zusammenarbeiten, aber eben auch digitale Medien nutzen oder digitale Strukturen nutzen. Ja, das sehe ich genauso, teile ich Ihre Ansicht. Also ich persönlich sehe nicht die Lösung in vielen weiteren
ich sage mal, Medizinerausbildung, was passieren wird, das ist auch alles gut, aber man sollte auch mit dem, mit den Human Resources, wie man es bezeichnet, sehr gut umgehen, die man hat. Mhm. Und da sind ja auch viele mit ganz viel Kompetenz. Nehmen wir mal die Pflege. In der Pflege wissen wir doch alle, wenn da jetzt eine Pflegekraft seit 15 Jahren im Beruf ist, die hat eine enorme Kenntnis. Die kann aber vielleicht auch aus körperlichen Gründen nicht mehr auf der Intensivstation arbeiten. Die kann aber vielleicht zusatzqualifiziert werden. Ich glaube, dass diese Pflegekraft oder auch andere Nicht-Medizinerinnen und Mediziner über ein vernünftiges Telemonitoring begleitet in spärlich besiedelten Regionen unterstützen kann. Mhm. Also bevor man jetzt zwingend versucht, Ärztinnen und Ärzte dorthin zu bringen, wo sie eigentlich nicht hin wollen, wobei bei manchen Erkrankungen sie ohnehin auch nicht helfen können, da muss man sich überlegen, wie kann man das mit den heutigen Technologien ermöglichen. Natürlich, Finanzierung muss geklärt sein, aber Telemedizin wird mehr und mehr an Bedeutung zunehmen. Mhm. Und dazu eben erfahrene und auch natürlich jüngere Medizinalberufspersonen in diese Bereiche reinbringen. Also da muss sich was verändern. Mhm. Und da ist es für mich viel zu kurz gedacht, wenn man sagt, nein, das muss alles von Ärztinnen und Ärzten in diesen Regionen erledigt werden. Ich glaube, es ist viel, viel komplexer und die digitalen Technologien sind nicht wegzulassen dabei. Ja, jetzt ist ja immer die Sorge bei dem Thema Digitalisierung, jetzt nicht nur in der Medizin, aber auch eben gerade in der Medizin, fallen Berufe weg, beziehungsweise geht mein Arbeitsplatz, meine Arbeitsstelle verloren, wird insbesondere der Arzt auch irgendwann überflüssig. Wenn man mal darüber nachdenkt, wie sich das entwickelt, sehen Sie das als Gefahr? Ich sehe das überhaupt nicht als Gefahr. Die Frage ist ja immer, was ist Gefahr? Also ich glaube, jeder, der heute anfängt, einen Beruf zu erlernen, sollte davon ausgehen, dass er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die nicht klein ist, beruflich nicht in diesem Beruf auch wirklich sein Berufsleben enden wird. Mhm. Ich glaube, da gibt es viele neue Entwicklungen und man soll offen sein, um auch solche neuen Wege einzuschlagen. Das ist erstmal das Erste. Jetzt kommen wir zurück auf die sich verändernden Berufsbilder, auch in einem Krankenhaus. Es ist doch vollkommen klar, dass bestimmte auch Verwaltungsberufsgruppen sich verändern werden. Ob es im Bestellwesen ist, ob es im Monitoring ist, im Controlling und. Es gibt eben Berufsgruppen, die werden sich verändern. Das bedeutet aber nicht, dass man die Menschen jetzt entfernen will. Es liegt an uns allen, dafür Sorge zu tragen, dass wir möglichst mit der Entwicklung Schritt halten. Und das ist heute schon schwer genug, vielleicht auch schon in manchen Bereichen fast zu spät, um sich diesen Entwicklungen anzupassen. Jetzt kommen wir konkret zu den Ärztinnen und Ärzten. Es wird eine Disziplin geben, die mehr diagnostische Fächer zusammenfasst. Also die Radiologen, die sind am weitesten, weil das Fach am längsten digitalisiert ist. Aber auch dort wird es natürlich, ich sage mal, maschinell unterstützte Befundungsprozeduren geben. Dann kann man sagen, ja, was passiert dann mit den Radiologen? Die können sich dann anderen Tätigkeiten in der Radiologie widmen, die vielleicht viel mehr, ich sage mal, Genauigkeit im Detail wieder erfordern, aber nicht diese ermüdenden, endlosen Befundungen. Mhm. Und so haben wir die Nachbardisziplinen, Pathologie etc. Da wird es Verbindungen geben. Es wird Ärztinnen und Ärzte geben, die sich sehr mit Daten auskennen werden. Jetzt nicht Medizininformatiker sind, aber die Brücke zu denen schlagen können mit einem klinischen Wissen. Dann wird es natürlich auch sprechende Medizin weitergeben. Aber die sprechende Medizin, die wird genauso wie die diagnostische Medizin auch durch Maschinen ersetzt oder ergänzt werden, nicht ersetzt, ergänzt werden. Und man weiß ja heute schon, dass sich auch bestimmte Patienten, die psychische Erkrankungen haben, einer Maschine manchmal eher anvertrauen als einem ärztlichen gegenüber. Da kommt es doch darauf an, wie kriegt man diese Information in das medizinische Wissen rein. Also all diese spannenden Entwicklungen.
Und dem kann man jetzt aufgeschlossen sein und sagen, toll, wir leben in einer Zeit, wo ich vielleicht mitgestalten kann. Oder man kann sagen, was passiert bloß mit meinem Berufsbild? Was passiert mit meiner Fachgesellschaft? Die Fachgesellschaft, da verändern sich vielleicht die Grenzen. Ich glaube, das ist nicht sehr zukunftsorientiert. Und deswegen sehe ich das Ganze als absolute Chance, aber auch als Verpflichtung für uns, dass wir uns um die Zukunft der verschiedenen Berufsdisziplinen in diesen Krankenhäusern kümmern. Ja, bin ich absolut Ihrer Meinung. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich der Zukunft nicht verschließt. Ich habe letztens einen interessanten Satz gehört, den habe ich hier vorne irgendwo aufgeschrieben. Da sagte einer, wir müssen gar keine Streitgespräche zum Thema Digitalisierung führen, denn letztendlich wird die Digitalisierung stattfinden mit oder ohne denjenigen, der sie gut oder schlecht findet. Das wird auf jeden Fall so sein. Und wenn ich mich öffne und wenn ich die Möglichkeiten dahinter sehe, wie das immer so ist, also eine positive Einstellung dahinter sehe, dann habe ich und das auch annehme und mich der ganzen Sache annehme und vielleicht auch mal damit auseinandersetze, habe ich viele, viele mehr Möglichkeiten, als ich mir heute vielleicht im ersten Gedankengang zu dem Thema überhaupt vorstellen kann. Ich habe noch zwei, drei Ergänzungen vielleicht. Ich habe auch von Ihnen gehört, sinnvolle Ergänzungen im Bereich Digitalisierung, das sind diese sogenannten Laborstraßen, also wo Blut-Urin-Untersuchungen gemacht werden, wo ja heute ganz einfach auch mit Etikettierungen Dinge versehen werden. Ich glaube, in der Medikamentenzuordnung, gerade im Krankenhaus, ist das ein Riesenthema. Also immer die Ergänzung, welche Medikamente werden an welchem Zeitpunkt wo eingesetzt, weil eben doch eine große oder hohe Belastung gerade im Bereich der Pflege, des Pflegepersonals im Krankenhaus ja da ist, bei Zuordnung von Medikamenten. Ich fand es aber sehr schön, dass Sie gesagt haben, der Mensch steht trotzdem immer im Fokus. Also Mensch entweder Personal oder auch Mensch Patient oder letztendlich Mensch oder auch Angehörige von Patienten. Und ich glaube, wenn wir das Thema Digitalisierung annehmen, entsteht vielleicht ein Moment mehr Zeit für den Menschen, den wir uns dann nehmen können und vielleicht das auch mehr zum Heilungsprozess beiträgt. Da kann ich Ihnen hundertprozentig zustimmen. Also das Thema ist doch, jetzt kommen wir mal auf die, ich bin wieder bei den Human Resources. Mhm. Wie ist es denn heute? Ganz Deutschland stellt fest, wir haben einen unendlichen Pflegenotstand. Mhm. Es ist in der Politik stark aufgenommen worden, das Thema. Herr Spahn hat das zu seiner Chefsache gemacht. Das ist auch alles prima. Man darf nicht vergessen, dass es viele, viele, viele Jahre, ich sag mal, unbeantwortet blieb, dieses aufkommende Problem. Aber so ist es jetzt. Mhm. Jetzt dürfen wir aber doch nicht nur in eine Diskussion verfallen. Wir müssen jetzt Pflegekräfte auf Teufel komm raus einstellen. Denn das Thema ist, die heute da sind, die arbeiten gar nicht so lange. Wenn man das auf die Berufsgruppe Pflege, fokussiert, dann sieht man, dass viele ihr Berufsleben relativ frühzeitig beenden. Ja, warum? Weil sie es vielleicht in ihren Alltag nicht mehr eingebracht kriegen, weil es vielleicht auch nicht mehr so attraktiv ist aus der Pflegesicht heraus, weil sie nämlich 30-40% ihrer Arbeitszeit mit administrativen Tätigkeiten etc. verbringen. Deswegen glaube ich, wenn wir es nicht schaffen, die Berufsgruppen in den Feldern arbeiten zu lassen, für die sie eigentlich ausgebildet sind. Genauso kann es doch nicht angehen, dass Ärztinnen und Ärzte an Kliniken teilweise 50, manche geben sogar 60% ihrer Tätigkeit in arztfernen Bereichen absolvieren. Also da sieht man doch, da ist was nicht in Ordnung. Und warum ist es so? Das Thema ist, wir befassen uns zu wenig mit Prozessoptimierungen in Krankenhäusern. Das ist ein Thema, das mag man gar nicht hören, hört sich auch im Grunde fürchterlich an. Und dann sagt man immer, wir sind keine Autoindustrie. Aber trotzdem ist es so, dass wenn wir wirklich Prozess für Prozess aufarbeiten und sehen, woran hapert es, dann können wir die Arbeitskräfte, die wir haben, wieder mehr an die Patienten ranbringen. Und deswegen steht der Mensch im Vordergrund. Und damit das auch immer kritisch hinterfragt wird, haben wir in Essen zum Beispiel ein Institut für Patientenerleben gegründet, um eben die Patienten ganz eng einzubeziehen in all diese Veränderungsprozesse. Und all das, was ich hier gerade sage, das muss natürlich jedem klar sein, ist ein riesiger Veränderungsprozess. Da sind Menschen, die
seit langer, langer Zeit im Krankenhaus arbeiten. Und jetzt kommt man und sagt, also wir werden Smart Hospital und Digitalisierung, das ist die Lösung. Das ist natürlich falsch. Digitalisierung ist ein Vehikel, damit wir diese altgewohnten Prozesse angehen, optimieren und Entlastung schaffen für Themen, die heute auch von Maschinen übernommen werden können. Man spricht ja in dem Zusammenhang auch immer von der Disruption, also von diesem wirklichen Veränderungsprozess, der ja vielleicht vom Wortlaut her auch so ein bisschen Unbehagen hervorruft. Aber ich glaube, wenn man wirklich dahinter schaut und die Möglichkeiten sieht, wie wir es gerade schon gesagt haben, hat die Disruption vielleicht auch wirklich eine Riesenchance. Ich möchte noch einmal fragen, ich habe das auch gelesen im Vorfeld, deshalb möchte ich auch noch mal einschreiben, das Institut für Patientenerleben. Was machen Sie da genau? Wer ist da drin und wer kümmert sich da um wen? Also das ist jetzt ganz klar keine Idee, die wir geboren haben. Es gibt diese Bewegung Patient Experience, ich sage mal an allererster Stelle zu nennen, aus meiner Sicht die Cleveland Clinic in den USA. Das ist super entwickelt, da sind wir meilenweit von entfernt, aber dadurch, dass wir das eben institutionalisiert haben, dass wir Mitarbeiter in diesem Institut haben, sind wir schon mal einen Schritt gegangen. Das wird die Zentrale, wo auch Selbsthilfegruppen interagieren und wo man vor allem, ich sage mal, Patienten einbeziehen kann, wo man sagt, wir haben einen Neubau. Lass uns doch mal überlegen, wie soll die farbliche Gestaltung aussehen in dem Neubau. Bisher ist es so, dass der Klinikdirektor oder wer auch immer, Kaufmann oder wer auch immer sagt, ja, wir machen jetzt diesen Flur, der wird dann hellblau gestrichen oder wie auch immer. Und diese Themen, da gibt es ja ganz viele, wo man die dort drin sind, die Mitarbeiter, die Patienten befragen sollte, wo man sich fragt, was sind denn die Probleme, an denen das am meisten krankt hier? Das haben wir natürlich getan. So sind wir in die Diskussion eingestiegen. Und dann kam zum Beispiel als ein Thema auf, die Erreichbarkeit ist schlecht. Wenn man anruft im Klinikum, man kommt eigentlich nicht dahin, wo man wirklich hin will. Wir haben viele Telefonnummern. Es ist schwierig, jemanden zu erreichen, aus vielen Gründen. Und das ist ganz sicher kein Problem nur der Essener Uniklinik. Aber wir haben gesagt, wir werden das jetzt professionalisieren. Wir werden ein Service- und Informationscenter, im Grunde ein sehr modernes Callcenter aufbauen mit verschiedenen Ebenen der Erreichbarkeit, wo bis hin zu einer Ärztin, einem Arzt, ich sag mal, jemand erreicht werden kann, der dann auch sogar noch Zugriff auch in unsere elektronische Patientenakte haben kann. Also so sieht man, wie sich das Ganze schließt. Aber auch dazu ist wichtig, dass man den Hinweis bekommt, auch von Patienten, das ist nicht gut oder man findet manche Stationen nicht. Wir müssen uns überlegen, wie machen wir das? Haben wir so ein Wegweisesystem auf dem Handy und was machen wir? Also da sind viele, viele Themen und das ist die Institution, wo wir mit den Betroffenen diskutieren können. Sehr schön. Ist das vielleicht auch, also ich denke immer so, Sie haben das gerade auch schon gesagt, das ist ja ein Weg und auch ein Prozess, den man da irgendwann anstößt, den Sie jetzt vor 3 oder mehreren Jahren angestoßen haben, zu sagen, wir entwickeln uns in diese Richtung der Digitalisierung. Jetzt gibt es insbesondere die Gruppe, ich nenne es jetzt mal ältere Menschen, wie man auch die immer beschreiben soll. Also einmal die wenig Umgang mit dem Thema Digitalisierung bis jetzt hatten und die Menschen, die ein bisschen mehr lebt das auch, wenn ich meine Mutter sehe, die mittlerweile mit dem Handy, mit dem Smartphone unterwegs ist, die bei Facebook und Instagram unterwegs ist. Die ist vielleicht zugänglicher, wenn ein Krankenhaus auf sie zukommt und die sagt, mach das doch mal so oder so und digitale Patientenakte. Wenn ich aber jetzt den Umkehrschluss, und da sehe ich so ein bisschen immer die Problematik auch im ambulanten Bereich, den Arzthelferinnen, den Personal, die eben seit Jahren nur das Telefon in der Hand hatten und sonst wenig Berührungspunkte mit dem Thema Digitalisierung haben, wenn man die plötzlich vor die Telemedizin setzen würde oder, wie Sie es gesagt haben, vor andere Aufgaben im digitalen Bereich, sei es Online-Sprechstunde, sei es allein ein digitaler Terminkalender nur, also so ganz einfache Themen, dann würden die sich wahrscheinlich deshalb dagegen wehren, weil sie keine Erfahrungen damit haben. Und weil die Erfahrungen auch, es hat ja immer, Veränderung ist ja immer Angst und Angst heißt immer, ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Wie gehen Sie in Ihrem Hause damit um? Ja, das ist vollkommen nachvollziehbar, die Fragen, die Sie aufgebracht haben. Also erstmal sage ich mal, ist das ein eigenes Kapitel
ich nenne das immer gerne der alte Mensch und Digitalisierung. Mhm. Da sind welche, die haben noch genau diesen Schritt geschafft und können damit selbst umgehen mit dem iPad oder womit auch immer. Mhm. Und andere können es eben nicht mehr. Und dann gibt es die Gruppe, die können ganz wenig. Die sitzen zu Hause, sind einsam und wissen auch nicht wirklich weiter, wie es morgen ist. Und jetzt haben wir dieses ganze Personalthema und vielleicht können wir entlasten, sodass man sich auch um die älteren Menschen wieder mehr kümmern kann. Also ich glaube, so die ganz großen Schritte und alles ist morgen anders, darf man nie erwarten. Man darf nur die Alten auf gar keinen Fall vergessen. Das ist super wichtig, dass wir das immer vor Augen haben. Und dann hängt das viel mit Schulung zusammen. Das können Sie auf jeder Station beobachten. Da wird eine Pflegekraft oder ein Arzt oder wer auch immer versetzt auf eine andere Station. Hat doch erstmal ein Unwohlsein. Man weiß nicht, kommt man mit der Situation zurecht. Und das hängt dann ganz maßgeblich davon ab, wie ist die Einarbeitung. Genauso, wenn man sagt, man hat jetzt ein Service- und Informationscenter und da ist jetzt jemand, der hat schon oft telefoniert. Aber das alleine reicht nicht, weil auch das ja ein professionalisierter Beruf ist, wo auf der einen Seite viel Erfahrung, medizinisch sicher in bestimmten Ebenen dazugehört, aber auf der anderen Seite auch die Befähigung zur Kommunikation. Mhm. Wie bekommt man Menschen mitgenommen? Wie verhält man sich, wenn jemand unfreundlich ist, etc.? Das ist alles etwas, was ein Unternehmen auszeichnen wird. Mhm. Und deswegen Schulung, Schulung, Schulung. Das ist wirklich wichtig und zwar für alle Bereiche, die wir haben. Also an den Mitarbeiter bzw. auch den Patienten an die Hand nehmen und ihm Wege und Möglichkeiten aufzeigen und nicht alleine lassen. Ich glaube, das. Ja, genau. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil ich weiß, da sitzen die nächsten Termine bei Ihnen im Nacken. Ich habe noch eine Frage, die ich gerne noch loswerden möchte oder zu dem Thema Medical Influencer. Vielleicht können Sie noch zwei Sätze sagen, weil das ja etwas ist, was natürlich mit dem Uniklinikum zusammenhängt, aber auch wieder etwas ist, wo ich den Eindruck habe, da steckt ganz viel von Jochen Werner persönlich drin. Können Sie noch mal sagen, was macht der Medical Influencer? Naja, das Thema ist natürlich. Bitte? Und wie ist es dazu gekommen? Ja. Also das Thema ist natürlich, wir leben eben in diesem ganzen Zeitalter der Digitalisierung, der sozialen Medien. Das brauche ich niemandem zu erzählen. Jeder hat es mitbekommen. Mhm. Und nun kann man sich sagen, man entzieht sich dem oder man öffnet sich dem. Und für beides gibt es bestimmt gute Gründe. Ich habe mich dazu entschieden, diesen Weg der Öffnung zu gehen, weil ich mir sage, ich möchte möglichst viele Menschen erreichen. Und dazu gehören natürlich auch Jüngere. Ich kann nicht erwarten, dass alle die Frankfurter Allgemeine Zeitung lesen und mit mir über irgendeinen bestimmten Artikel dort diskutieren. Ich glaube aber, dass man die Menschen am besten dort abholt, wo sie am meisten Zeit mit zubringen. Und da ist natürlich eine Spanne. Ich bin jetzt 60 Jahre, aber fühle mich zum einen nicht so, denke aber, dass man manche Themen gut kommunizieren kann. Das ist der Grund, weswegen meine Frau und ich gesagt haben, wir wollen uns dem öffnen und in diese Richtung gehen. Dann hat jeder so seine Lebenserfahrung. Ich habe selbst 15 Jahre eine Uniklinik, also von der Klinik her geleitet, als Klinikdirektor. Bin jetzt 8 Jahre ärztlicher Direktor im Hauptamt und habe auch einiges erlebt und einige Erfahrung. Jetzt nehmen wir mal diese ganze Start-up-Szene. Da passiert ganz viel. Da sitzen junge Leute, die arbeiten Tag und Nacht, haben viele, viele Ideen. Manchmal fehlt denen aber auch der Hinweis, wie ist die klinische Realität? Mhm. Was hat man vielleicht schon kommen und gehen sehen während seiner Zeit? Auch das ist eine Austauschebene. Und um so einen Kontrapunkt zu setzen zu alles ist nur jung und unterhält sich, welche Kosmetika vielleicht eingesetzt werden, das macht alles Influencer, das ist ganz prima, alles prima. Aber so gibt das auch fachbezogene Kenntnis, wie man es dann auch immer nennen mag. Aber so habe ich mich dazu entschieden, das so zu nennen. Und natürlich ist es so, das gefällt dem einen, dem anderen gefällt es nicht. Aber ich sehe mich erstmal in der Verpflichtung, Menschen mitzunehmen, Menschen aufzuklären und mein Wissen auch, ich sag mal, manchen zur Verfügung zu stellen. Ja. Und das deckt sich idealerweise auch aktuell mit dieser Digitalisierungsstrategie, wie wir es an der Universitätsmedizin Essen haben. Mhm.
Ja, und da kommt der Unternehmer in Ihnen auf jeden Fall wieder durch. Also ich finde das ganz großartig und wir werden auch alle Verlinkungen zu Ihrer Homepage, zum Blog, zu dem Netz, also YouTube und so weiter unten einstellen. Und die Frage wäre jetzt nur, wenn jemand mal an Ihnen persönlich interessiert ist, kann irgendjemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Also dann vielleicht über die Seite Medical Influencer einfach mal eine E-Mail schreiben und Fragen stellen, vielleicht auch junge Startups oder junge Ärzte, die vielleicht einfach mal einen Rat haben wollen? Absolut. Also ich glaube sowieso, das Ganze lebt ja von Kommunikation. Also wie war die Geschichte? Ich war ja im Gebiet der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, ich sag mal, einigermaßen unterwegs, habe mich dort sehr auch mit Onkologie befasst und habe es genossen, mit Studenten zu arbeiten, mit Assistenten. Und ja, das war eine tolle Zeit mit den ganzen Kongressen, die ich besucht habe, die ich selbst ausgerichtet habe. Mhm. Jetzt habe ich ja mein Berufsbild verändert, auch komplett, bin dann ärztlicher Direktor geworden und jetzt nochmal viel mehr auch in diese Digitalisierungsthematik eingetreten. Was mir das gezeigt hat, ist, dass man eigentlich nicht zu alt ist, um, ich sag mal, sich nochmal neu zu erfinden mit neuen Themen. Mhm. Und wenn ich das irgendwie an Jüngere weitergeben kann, natürlich kann man sich super gerne an mich wenden und ich werde versuchen, meine Erlebnisse oder meine Erfahrungen zur Verfügung zu stellen. So funktionierte das früher in der Chirurgie und heute gerne in anderen Bereichen. Ja, ganz hervorragend. Und alle die, die jetzt zuhören, ich hoffe, dass es viele sind und dass Sie ganz viele E-Mails bekommen, die Sie dann peu à peu abarbeiten können. Weil ich glaube, sich mit Ihnen über diese Thematik oder mit Ihrer Erfahrung einfach auch so ein paar Ratschläge holen zu können, ganz, ganz großartig. Vielen Dank schon mal vorab für dieses Angebot an die Zuhörer und Zuschauer. Jetzt wollte ich noch kurz den Bogen schlagen. Sie haben es gerade schon gesagt, Ihre Frau und Sie zusammen. Es gibt einen Bereich des YouTube-Kanals, auf den Sie mich persönlich aufmerksam gemacht haben. Das ist der sogenannte Werner Talk. Der Werner Talk ist für mich ganz besonders, weil Sie da einen Bereich aufnehmen nochmal, der sich mit sozialem Engagement, mit sozialem Tun im Ruhrgebiet beschäftigt. Und das machen Ihre Frau und Sie und Ihre Frau wahrscheinlich in erster Linie, weil Sie sehr viel unterwegs sind, dann nochmal mit den Personen. Können Sie noch zwei Sätze dazu sagen? Fand ich ein ganz tolles Projekt. Ja, das ist natürlich hauptsächlich, ich sag mal, von meiner Frau betrieben. Ich habe da auch dann ab und zu noch eine Idee eingebracht, aber sie betreibt das, sage ich mal, sehr intensiv. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, wenn wir so zusammen sind mit Leuten, mit wem auch immer, ganz viele haben doch wirklich faszinierende Geschichten, Lebensgeschichten, wie sie mit Krisen umgegangen sind etc. Und ich finde, also erstmal höre ich dem sehr gerne zu und ich finde, man kann immer daraus lernen und man kann vor allem oft für sich selbst Kraft ziehen, um zu sagen, meine Güte, was die Person da durchgestanden hat, dagegen ist doch mein Problem eigentlich gering. Und jetzt stell dich mal nicht so an, das geht weiter. Und so versuchen wir eben, solche Geschichten vorzustellen. Und auf der anderen Seite gibt es, gerade auch im Ruhrgebiet, das ist nun eine sehr bevölkerungsstarke Region, ich sag mal, Initiativen, die helfen wollen. Und da gibt es ganz tolle Initiativen. Und dass wir das so miteinander verknüpfen können, dazu soll es dienen. Das heißt, auf der einen Seite stellen wir Schicksale oder Erlebnisse, auch lustige Themen vor. Und auf der anderen Seite wollen wir, ich sage mal, Gruppierungen, Stiftungen etc. vorstellen, die ein Ziel haben und das sich dann vielleicht sogar deckt. Und das ist so der Hintergrund. Ja. Und auch da ist es natürlich so, ich sage mal, der eine, dem gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Aber wir wollen mit Absicht jetzt nicht nur alle Probleme der Welt aufzeigen, sondern sagen, dass viele von uns ganz viel geleistet haben. Und wenn wir ein wenig mehr zusammenhalten würden, das mag sich, ich sag mal, blöde anhören, aber das ist meine tiefste Überzeugung, auch die meiner Frau, dann würden wir aus mancher Krise besser rauskommen. Und manche Krise vor allem auch nicht als eine solche empfinden. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wunderbar. Ich habe die ganze Zeit nur einen Gedanken im Kopf, wie sehr Sie sich dabei selbst zurücknehmen. Also wie, und vor allen Dingen, ich habe einige Folgen geschaut und man erfährt ja sehr viel von Ihnen, von Ihrer Person, von Ihrer Frau, von Ihrer Persönlichkeit. Sie gehen sehr harmonisch mit Ihrer Frau um in diesen Videos. Und
ich habe nur gedacht, Hut ab vor diesem Mann, der in der Öffentlichkeit steht, der im Fernsehen auftritt, der Interviews hat, der sicherlich, oder andere würden anders mit dem Thema umgehen. Sie öffnen sich da sehr, das finde ich großartig. Sie zeigen ihre Persönlichkeit, sie zeigen sich und sie nehmen die Maske ab. Also wenn überhaupt eine Maske da ist, sehe ich ja gar nicht bei Ihnen, aber viele sagen ja immer, jetzt bin ich hier der Chefarzt, der Klinikdirektor und sie nehmen alles weg, setzen sich mit ihrer Frau ins Tretboot, fahren über die Ruhr und berichten darüber, was sie gerade empfinden. Ganz, ganz toll. Also da wieder auch der Hinweis, bitte anschauen. Und ich glaube, das ist rübergekommen. Sie sind ein unglaublich sympathischer Mensch. Vielen, vielen Dank für die offenen Worte hier nochmal. Wenn ich jetzt dazu noch sagen darf, bitte. Weil mir das wirklich wichtig ist. Ja klar, ist. Natürlich. Ich habe ja auch so einiges durchlebt, auch an verantwortlichen Positionen etc. Und ich habe das immer wieder auch bei Diskussionsrunden oder Kongressen, dass man hinterher zu mir sagt, Mensch, Herr Werner, dass Sie so ehrlich sprechen und so weiter. Ich muss doch mal ganz ehrlich sagen, es gibt so viel Verlogenheit. Es gibt so viel Verlogenes auch auf Kongressen und jeder muss sich darstellen. Für mich ist es so, das ist jetzt auch ein Vorteil. Ich habe es doch im Moment nicht mehr nötig. Ich muss doch nicht jetzt irgendwie mich selbst noch produzieren. Ich sage, ich bin dankbar, dass ich da hingekommen bin. Mhm. Und mein Ziel ist wirklich, dass wir ehrlich sagen, was wir denken. Wenn wir dahin kämen in Gesprächsrunden und jeder sagt nur ehrlich, was er denkt, auch wenn es mal unangenehm oder peinlich zu sein scheint, wo einer sagt, ich habe es doch hier auch gehabt im Klinikum, wo man sagt, Sie sitzen da am Wochenende im Tretboot und wir müssen hier arbeiten und so. Ich kann nur sagen, das ist nicht das Thema, das ich dazu diskutiere. Ich sage, ich bin ein ganz normaler Mensch, sowieso, wie wir alle. Nur es täten vielen gut, sich ein kleines bisschen normaler zu zeigen. Und das bringt auch bei Mitarbeitern einen Erfolg. Und ich glaube, beim Smart Hospital ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir die Hierarchien abflachen und dass wir im Team miteinander leben. Ansonsten werden wir nie Bestand haben, weil es keiner mehr braucht. Ich selbst komme aus einer Generation, die war so stark hierarchisch, da hat man auch nichts gewagt zu sagen. Da saß man bis abends und hat auf die Visite gewartet. Es war eine andere Zeit, alles in Ordnung, aber heute nicht mehr. Vielen, vielen Dank dafür. Zum Schluss mache ich immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ich finde es immer spannend, auf die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu bekommen. Und damit endet dann auch unser Podcast. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Die entwickelt sich zu einer eindeutig besseren Medizin mit weniger Fehldiagnosen, mit einer schnelleren Diagnostik, gerade was seltene Erkrankungen betrifft. Und ich hoffe sehr, dass in einem doch relativ kurzen Zeitraum die Menschen erleben werden, dass man sich mehr um sie in den Krankenhäusern kümmert. Was bedeutet für Sie persönlich das Thema Gesundheit? Ja, das ist natürlich das zentrale Thema von uns allen. Wir wissen, wenn wir irgendwie krank sind, dann, wenn ich so sagen, da funktioniert man nicht mehr. Man ist manchmal gereizter. Und genau da ist der Punkt, wo man sich sagen muss, was müssen manche aushalten? Welche unsagbaren Schmerzen müssen manche ertragen? Und deswegen denke ich, sie bringt uns manchmal, wenn sie nicht so gegeben ist, auf den Boden der Realität zurück und so richtig großes Kino ist, wenn wir das nicht vergessen und uns ganz besonders um diejenigen kümmern, denen es nicht so gut geht. Es ist das zentrale Thema Gesundheit, aber es ist nicht allen vergönnt. Aber es liegt an uns Gesunden, dafür zu sorgen, dass es den Kranken ein bisschen besser geht. Welche Eigenschaften braucht aus Ihrer Sicht der Arzt als Unternehmer? Ja, als Unternehmer sicher auch eine Offenheit. Man braucht eine breite Ausbildung in welchem Feld auch immer. Und ich glaube eben da wird sich die Medizin differenzieren. Es wird vielleicht ein mehr dann datenorientierter, technologiebegabten ärztlichen Unternehmer geben. Vielleicht einen anderen, der mehr auf dem Gebiet der Patientenversorgung selbst tätig ist. Also Empathie schadet ohnehin nicht. Aber Aufbruchstimmung ist wichtig, ein bisschen Risikobereitschaft ist wichtig und nicht immer nur daran denken, was andere über einen denken. In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, habe ich letztens in einem anderen Interview zum ersten Mal gehört, dass es nicht nur ein IQ gibt, also einen Intelligenzquotienten, sondern mittlerweile auch einen EQ, also einen emotionalen Quotienten.
den Sie quasi gerade den Unternehmer auch mit Empathie ansprachen. Gibt es ein Buch oder einen Film, der Sie in der letzten, jüngsten Vergangenheit begeistert hat, besonders motiviert hat oder mitgerissen hat, den Sie uns hier empfehlen können oder das Sie uns empfehlen können? Nein, also ich habe jetzt zuletzt gelesen das Buch von dem Spiegel-Journalisten Herrn Müller über die Zukunftsmedizin eben. Ich finde, er hat das sehr gut dargestellt. Als ich das Buch anfing zu lesen, da wusste ich gar nicht so richtig, wie steigt er ein. Sehr offen, finde ich. Also auch ich habe viel gelernt wieder aus diesem Buch. Und im Moment, muss ich sagen, lese ich so viel Fachlektüre, weil mich das Thema so fasziniert, weswegen ich jetzt gar nicht dazu komme, was vielleicht auch falsch ist, aber so war ich eigentlich immer, Bücher anderer Bereiche zu lesen. Ja, Zukunftsmedizin ist ein tolles Buch, habe ich auch schon gelesen. Ja. Und lohnt sich wirklich. Ich musste es mehrfach lesen, oder einige Passagen mehrfach lesen, weil es sehr medizinisch teilweise ist, aber lohnt sich in jedem Fall. Schöner Hinweis. Und die letzte Frage, gibt es jemanden, den Sie uns vielleicht als Podcast-Gast für diesen Podcast empfehlen könnten? Gerne aus dem Bereich Medizin. Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Ich sage mal bei uns jetzt, wenn ich über die Medizin hier spreche und unseren Radiologen sehe, den Professor Forsting, der hat natürlich viel erlebt, wie die Radiologie sich verändert hat mit der Digitalisierung, aber selbst einer derjenigen, die das sehr nach vorne getrieben haben. Wenn man ihn erzählen hört, dann erzählt er, dass gerade zu Beginn dieser Digitalisierungsphase er quasi eher angeschuldigt wurde, dass er das ganze Gebiet der Radiologie zerstören würde. Also deswegen sage ich live miterlebt. Und was ihn auch auszeichnet, ist dieser Teamgedanke. Er sieht die jungen Leute, er hat eine gute Gruppe zur künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, das ist für viele interessant, einmal zu hören. Okay. Vielleicht komme ich da im Nachhinein nochmal auf Sie zu und darf vielleicht nochmal um die ein oder andere Empfehlung bitten. Ja, Herr Professor Werner, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Es ist jetzt doch fast eine Stunde geworden, die wir hier zusammen sitzen. Es geht so schnell rum. Ich habe noch ganz viele Sachen. Ich habe hier noch das Thema künstliche Intelligenz stehen. Wir haben wenig gesprochen über dieses Thema Internet of Things, also die Sachen, die oder auch Wearables, die mittlerweile ja da sind, die uns im täglichen, also es hätte noch so viele tolle Themen gegeben mit Ihnen. Ich plane demnächst einfach 2 Stunden ein oder wir unterhalten uns nochmal auf irgendeiner Veranstaltung. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal. Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, der nächste Termin drückt schon. Für alle Zuhörer und Zuschauer nochmal ganz vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich bitte immer zum Schluss um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir wissen, ob wir hier einen guten Job machen und vielleicht kriegen wir dann nochmal so tolle Interviewgäste wie Herrn Professor Dr. Jochen Werner. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ihnen vielen Dank. Nach Essen, schönen Abend, schöne Woche. Viele Grüße an Ihre Frau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ganz herzlichen Dank. War super nett. Danke.